War das mal. Missionshinweis. Jetzt habe ich zwei neue Missionen bekommen. Aufgabe. Benutze das Herz, um die Runen in der Nähe des Hornpits zu finden. Hey, das machen wir doch mal ganz schnell. Da hinten ist sie. Ich wollte da nicht durchgucken. Verbraucht das irgendwie Energie? Nein, verbraucht keine Energie. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos ist das Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzuhören. Ja, ihr. Du nervst, diese Lautsprecher durchsagen. Oh, wie tief ist denn das bitte? Sieht gar nicht so tief aus. Da ist es. Eine Rune. Das Herz flippt total aus. Bam, 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 bam. Nehmen. Die Kräfte, die dir von den Runen verliehen werden, kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder dich durch die Umgebung zu bewegen. Teleportiere dich von einem Dach zum nächsten, beherrsche Ratten und Fische oder verlangsame die Zeit. Bevor du es mit einer Überzahl an Gegnern aufnimmst. Das war's? Jawohl. Zoom, zoom. Kann ich das auch irgendwie wieder aufhören lassen? Ah, da. Genau. Teleportation abbrechen. Oh, wie tief das ist. Versteht ihr auch alle Zoom? So wie Zoom Zoom? Scheiße. Ich komme da nicht hoch, ich bin so doof. Da komme ich hoch. Okay. Ich muss auch ein bisschen üben mit dieser Kraft. Perfekt. Sie wollen, aber er wird es nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt er, er ist zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Cordwyn finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Meine erste Mission. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay. Das muss ich mir mal kurz angucken. Finde Emily, nimm das Erpressertagebuch von Oberaufseher Campbell an dich. Neutralisiere Oberaufseher Campbell. Begib dich mit Schiffer Samuel auf deine erste Mission. Das ist meine Nebenaufgaben. Okay.
erstmal möchte ich mal kurz hier das hier lesen. Der vorzügliche Tallboy. Den haben wir gerade eben in unserem Traum gesehen. Das sind die Kerle mit ihren riesen Stelzen. Auszug aus einem offenen Brief eines anonym besorgten Autors. Was Sie hier lesen, ist die Wahrheit ganz gleich, was die Obrigkeit, die über uns herrscht, Ihnen weismachen will. Nicht von ungefähr ist der frühere kaiserliche Meisterspion derjenige, der nach dem Tod der Kaiserin die Macht an sich gerissen hat. Wir, die wir namenlos bleiben werden, glauben, dass diese Ereignisse miteinander verknüpft sind. Die Zeichen der Unterdrückung sind überall zu sehen. Die Entwürfe Sokolovs, ursprünglich geschaffen, um Licht und Wärme in unsere Häuser zu bringen, wurden ins Gegenteil pervertiert, um uns Angst einzujagen und um unsere Bewegung in der Stadt zu kontrollieren. Und woher stammt die Seuche? Manche sagen, sie sei importiert worden. Eine kühne Theorie. Vielleicht. Eine von uns riskiert ihr Leben, um ein internes Regierungspapier in den zu bekommen, das wir bald vervielfältigen und austeilen werden. Der vorzügliche Tallboy. Darin werden die Vorzüge dieses neuesten Mitgliedes der Stadtwache gepriesen. Für die, die auf der Straße unter ihnen leben, sind die Vorzüge der reinste Horror, von Verbrechern auf Stelzen verbreitet, die Feuer auf die Kranken und Armen niederregnen lassen. Für sie ist der Tallboy ein weiterer Unhold der Regierung, mit Brandgeräten bewaffnet, schwer gepanzert und hoch oben thronend, schaut er auf die kleinen Leute der Stadt herab. Wir wissen jetzt, dass die Tallboys stark unter Drogen stehen und eine Substanz einnehmen, die sie schmerzunempfindlich macht und außerdem jedes Mitgefühl zum Erliegen bringt, über das sie normalerweise verfügen würden. Vorzüglich? Das glauben wir nicht. Kopieren Sie diese Worte und teilen Sie sie mit Ihren Nachbarn und denken Sie immer dran, wenn die Gezeiten am niedrigsten stehen, werden sie die Wahrheit offenbaren. Der Tallboy, Leute, der Tallboy. Ein Monster. Auf Stelzen, auf... Oh Gott, ich freue mich jetzt schon auf dir. Das wird bestimmt so die Qual sein, den zu töten. Oh, der mit seinen Durchsagen. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierung. Hey, wer bist du? Corvo. Hallo, ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten, diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Natürlich helfe ich deinem Onkel, verdammt. Was hältst du von mir? Callista hat einen Onkel, der Hauptmann der Stadtwache von Dunwall ist. Hauptmann Kornau versucht das korrupte Regime von innen heraus zu finden und stößt dabei auf großen Widerstand. Das werden wir natürlich machen. Optionale Aufgabe. Alles klar. Nee, das soll angezeigt werden, also das soll alles angezeigt werden, das werde ich schon hinkriegen. Aber erstmal kurz, nein, das ist der falsche Bildschirm. Den Bildschirm möchte ich. 251 Münzen habe ich, kann mir das kaufen. Ach, vielleicht ein paar Pfeile und ein bisschen Munition wäre ganz gut. Wo ist denn der Alte? Ich möchte was kaufen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte kaufen. So, ich habe gerade mal 8 Pfeile. Nehmen wir mal ein paar mit.
Ah, schon voll, okay. Ah, versetzt Gegner in Schlaf, Betäubungsbolzen. Kosten 30. Kugeln kosten auch 30, davon habe ich auch nur noch 2 Stück da. Ja, ist okay, so. Dankeschön. Hier ist kein Herr in der Nähe. Okay. Hey, warte mal. Ich muss noch kurz was hier... Ah, das ist schon aktiviert. Aber ich möchte noch die Armbrust. Betäubungs- oder normalen? Was war das? Wollen? Sagen Sie Bescheid. Okay. Komm, lass uns auf. Bereit? Sagen Sie lass Bescheid. Lass uns aufbrechen, mein Freund. Na dann los, bringen Sie mich zum... Was? Destillierer? Bezirk. Destilleriebezirk, ah. Der Destilleriebezirk. Maske auf. Destilleriebezirk. Destilleriebezirk. Alter, was ist nur los? Kann ich nicht lesen? Oh Gott. Speichere möglichst oft. Das soll ich mal wieder machen. Okay, soll ich das... Komm. Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf mit militanten religiösen Fraktion... der militanten religiösen Fraktion Dunwalls und ein enger Verbündeter des Lordregenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter des Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie ihn und verhilf ihm zur Flucht. Oh, wir haben viel zu tun dort. Sehr viel zu tun. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Okay, die Stadtwache kontrolliert den Clavering Boulevard jenseits der ersten Lichtwand. Die Bottle Street Gang herrscht über die Seitenstraße des Boulevard. Die Lumpengräfin lebt in einer Wohnung am Ende der Endoria Street. Aha, das kann ich jetzt erwerben, Vitalität. Soll ich das schon machen? Gesundheit erhöht sich. Ich warte mal, ich möchte das noch nicht. Okay, Leute, es geht los. Meine erste Mission. Ich speichere davor. Oh. Jawohl. Sprich mit der Lumpengräfin. Das kann ich auch machen. Wo finde ich denn die? Ah, nein, ich würde gerne mit Lumpengräfin sprechen. Sorge dafür, dass er seinen Besuch im Büro überlebt. Boah, eine Riesenwand. Eine verdammte hohe Mauer hier auch noch. Okay, es ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Verhalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Da stehen schon die ersten Wachen.
Ich möchte aber kurz gucken. Das will ich vielleicht eher gesagt nicht markieren. Also so überwinde ich sie nicht. Optional nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen.